Hey Leute, was geht ab euch? Und willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Collect Panini Euro 2020 internationale Sticker. Ich habe hier heute die anderen 25 Päckchen vom gestrigen Display. Und ich werde hier heute alle 25 Päckchen noch öffnen und ich hoffe, dass ich in diesen 25 Päckchen ja alle restlichen fehlenden Karten drin habe. Hier ist die schlaue Liste. Hier könnt ihr sie sehen. Ich zeige sie euch nicht lange, weil die Schrift... ich habe eine Sauklaue, so nennt man es ja. Als erstes grüße ich hier den Fabio und den Duan. Seid gegrüßt und wenn du auch gegrüßt werden möchtest, schreib einfach einen Kommentar. Aber vielleicht ist es ja die letzte Folge heute, ne? Weil wenn das Album voll wird, dann ist das Album voll und dann gibt es keine weitere Folge mehr von Let's Collect. Aber ich bin dran, dass wir einen Let's Collect mit den Bundesliga-Stickern machen. Da habe ich absolut Bock drauf, Leute. Bundesliga-Sticker einclaim habe ich so auch noch nicht gemacht und Let's Collect wäre richtig geil, finde ich. Und die Matchtags Sommer-WM wird natürlich dann auch stattfinden. Ich denke mal, irgendwann kommende Ende nächster Woche, Anfang übernächster Woche vielleicht. Weil jetzt wird er erstmal, ja, jetzt ermitteln wir ja um 19 Uhr natürlich den Europameister. Also heute noch nicht, sondern am Dienstag ist das große Finale der PAX United Europameisterschaft. 25 Tüten sind in meiner Hand. Und 25 Tüten werden jetzt von mir geöffnet. Ich weiß, Heinz Lindner fehlt und Heinz Lindner ist hier vorne drin, aber ich lasse die Sticker extra hier vorne drin, weil das für Sammler halt noch einen höheren Wert hat, sage ich mal, wenn diese Sticker hier nicht verwendet werden. Deswegen lasse ich die Sticker da vorne drin. Den freundlichen Kommentar hatte ich auch bekommen. Dennis, da vorne ist doch Heinz Lindner. Ja, ich habe es registriert, aber ich werde ihn nicht nutzen. Weil es muss ja auch so möglich sein, hier Heinz Lindner in den Packs zu bekommen, oder nicht? So, ich starte mal. Ich starte mal und das ist Kulusevski und ich glaube, das ist der letzte schwedische Sticker. Es ist unfassbar, was hier... Also ich habe, glaube ich, das beste Display jetzt hier geöffnet, was ich öffnen hätte können. Kulusevski, erster Sticker, kann ich direkt einkleben. Wunderbarski. Habe ich einen Stift? Hier habe ich doch einen Stift, Leute. Das heißt, ich kann das ja hier gleich immer abhaken, dass ich weiß, der fehlt nicht mehr, den habe ich schon bekommen. So, Dänemark-Logo. Dänemark Nummer 1. Dänemark Nummer 1. Ihr könnt es nicht glauben, ich kann es auch nicht glauben, fehlt mir auch noch. Zack, zwei Sticker, die mir fehlen. Frankreich 26 habe ich leider schon am Start. Klemensik aus Tschechien fehlt mir noch. Oh shit, Leute, ich glaube, wenn das so weitergeht, dann kriegen wir heute das Heft voll. Und Selim Kanbakayev aus Russland mit der 25 und der fehlt mir auch noch. Leute. Erstes Pack, 5 Sticker und 4 davon kann ich einkleben. Kann es besser laufen? Nein, kann es nicht. Holy shit. Kalinic von Kroatien hat die 6 und die 6 fehlt mir. Und zack. Dann haben wir Dragovic. Wundert euch nicht, dass ich jetzt hier einen Stift in der Hand habe. Dragovic, 9. Fehlt mir nicht mehr. William Carvalho, ich glaube, ich habe Portugal vollständig. Portugal habe ich vollständig. Carvalho fehlt. Und wird hier heute eingeklebt. Auch Kingsley Coman, weiß ich, fehlt mir noch. Der letzte Franzose müsste das sein. Und das ist der letzte Franzose. Und Frankreich haben wir komplett. Es fehlen jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Sticker. 16 Sticker, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und mit den 25 Päckchen, die ich hier heute hoffentlich, also die ich alle öffnen werde und ich hoffentlich alle einkleben kann dann. Baby, 13 die Schweiz habe ich schon. Zinchenko sieht gut aus. Zinchenko fehlt noch, der letzte Ukrainer. 15, wer zählt von euch zu Hause gerade mit 15 Sticker, die mir noch fehlen? Oh, Boyata, Dedrick Boyata, ich bin fassungslos. Nummer 9 fehlt mir noch. 14 Sticker, die mir fehlen. 14 Sticker, die mir fehlen. Nummer 3 von Russland. Nummer 3 von Russland fehlt mir auch noch. Und Russland vollständig. 13 Sticker. 13 Sticker, die noch am Start sind. Koralski von Polen mit der 19 habe ich schon. Dänemark 26. Habe ich schon. Spanien-Mannschaftsfoto. Spanien. Wenn Spaniens Blüten blühen. Nummer 8 fehlt mir noch von Spanien und nicht der Kollege. Dumfries. Niederlande. Vollständig. Nordfeld. Schweden. Vollständig. Also das war jetzt ein Pack zum Vergessen.
Blaise Matuidi, Frankreich habe ich ja durch Kingsley Coman auch vollständig. Die Niederlande mit der, ja, fehlt mir nicht mehr. Johnson mit der 6. Fehlt mir nicht mehr. Heuberg 19. Fehlt mir nicht mehr. Und Deutschland 3. Deutschland 3 fehlt mir. Das bedeutet 12 Sticker. 12 Sticker, die mir noch fehlen. Der Panini Seitfallzieher ist wichtig. Der muss hier heute dabei sein. Komm, bitte. Jack Butland, England 7. Jack Butland, ich vertausche ihn nicht mit Pickford. Butland fehlt noch. Und Heinz Lindner, da ist er. Ich hab's doch gesagt, Leute. Erstmal Tschechien, Tschechien 10 fehlt nicht mehr. Heinz Lindner, es muss doch möglich sein, Heinz Lindner auch so zu bekommen. Zack, Österreich 5. Und Batz fehlen noch 11. 11 Sticker. Österreich 19 fehlt nicht mehr. Spanien 2 fehlt auch nicht mehr. 1, 2. Seht ihr das? Ja, seht ihr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sticker. Ja, der Zettel ist hier ziemlich unordentlich. Aber wenn ich da durchsehe, dann reicht es ja. Ne? Ihr müsst da jetzt nicht durchsehen, was ich da gemacht habe. 10 Sticker fehlen aber noch. 10 Sticker. Frankreich, Mannschaftsfoto. Frankreich fehlt gar keiner mehr. Dänemark fehlt auch keiner mehr. Mats Selz haben wir sehr oft erwähnt in den letzten Tagen. Und das ist der 10. Sticker und bedeutet, 9 fehlen derzeit noch. 9 Sticker. Mats Selz kann ich einkleben. Alderweireld aus Belgien. Belgien vollständig. Und Raul Albiol mit der 8 aus Spanien. Und das bedeutet, 8 Sticker fehlen jetzt auch noch insgesamt. Huhuhu. Junge, Alter. Wie geil ist das denn? Vielleicht müssen wir gar nicht alle 25 Päckchen auspacken, weil wir ja davor schon das Heft hier voll bekommen. Portugal ist voll. Frankreich ist heute auch voll. Schweiz. Schweiz, Schweiz, Schweiz. Fehlt die 25, ich habe die 17. Ukraine 24 ist auch voll. Ilsanka. Österreich auch voll. Ja, natürlich kann nicht jedes Pack gut laufen. Ist ja auch klar. Olivier Giroud fehlt nicht mehr. Och, schade. Ich hätte gedacht, hier Tschechien. Tschechien, die 1 fehlt nicht mehr. Schweiz fehlt nur noch die 25 und Deutschland 26. Deutschland 26, Timo Werner fehlt nicht mehr. Schade, schade, schade. Jetzt ist gerade so wieder so eine Down-Phase drin. Thomas Kalasch, die 6. Nein, 14. 14 fehlt nicht mehr. Lindelöf müsste ich, glaube ich, auch schon haben. Die Schweden habe ich nämlich sogar vollständig schon. Finnland habe ich schon. Domagoj wieder. Die 11 habe ich schon. Und Jakub Janko mit der 17 aus Tschechien habe ich auch schon. Komm jetzt. Ja, Jonathan Tam. Fehlt mir safe. Fehlt mir safe. 10 sage ich ja. 7 Sticker fehlen noch. 7 Sticker fehlen noch. Halstenberg ist, glaube ich, auch dabei unter den 7 fehlenden. So, wen haben wir hier? Kroatien 21 fehlt nicht mehr. Österreich 8, Spanien 7 und England 18. Alles doppelt. So, wen haben wir hier so? Oh, Pavlenka. Pavlenka die Nummer 6. Pavlenka die Nummer 6. Zacki, zacki, zacki. Und das heißt, es fehlen noch 6, ne? Panini Seitfallzieher, 2 Kroaten, ein Deutscher, ein Italiener und ein Schweizer. So, Kroaten. Kroaten, fehlt die 8? Nein, die 7 und die 2 fehlen. Wöber, also was war jetzt? Kroatien, Italien, Deutschland, Schweiz. Also hier gar keiner. Zack, weg mit allem. So, was haben wir hier so? Kai Havertz, glaube ich nicht unter den fehlenden. Kai Havertz, 20, die 9 von Deutschland. Das müsste Halstenberg sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also die auch alle doppelt. Oh, Glitzersticker. Oh, oh, 2 Glitzersticker. Aber sind beide. Es fehlt kein Schwede, es fehlt ein Schweizer, ein Italiener, ein Deutscher, 2 Kroaten und der Panini-Seitfallzieher. Also hier alle doppelt. Ich habe keine Ahnung, bei welchem Pack wir stehen. Oh, Ajeti, ich glaube, das ist er. Ich glaube, das ist der letzte Schweizer und das ist er auch. Der letzte Schweizer. Das heißt, es fehlt jetzt noch ein Italiener, 2 Deutsche und... ein Italiener, ein Deutscher, 2 Kroaten und der Panini-Seitfallzieher. Ich ahne schon Böses, dass der Panini-Seitfallzieher der letzte Sticker ist,
der hier in dieser Sticker-Serie fehlen wird. Sign-in von Equal Game hat die 6, mir fehlt die 5. Der Panini seit Falzier, oh, Kroatien, Brekalo, fehlt mir nicht mehr. Deutschland, Italien, Kroatien, das sind die drei Nationen, das können wir uns merken. Deutschland, Gündogan ist es glaube ich nicht. Gündogan hat die 18, mir fehlt die 9. Kein Schweiz habe ich ja schon. Italien, Deutschland, Kroatien, Italien, Deutschland, Kroatien, Italien, Deutschland, Kroatien. Italien, Deutschland, Kroatien, das ist er nicht, das ist die 7. Kroatien, Dejan Lovren. Dejan Lovren fehlt nicht mehr. England, Josisa und Depay alle beiseite. Und auch hier ist ein Glitzersticker drin, aber nicht den Glitzersticker, den wir hier benötigen. Es ist das Russland-Logo, alle zur Seite. Wir haben noch ein paar Leute, also ein paar Päckchen können wir noch öffnen, also alles entspannt. Ich hoffe, da sind die letzten 5 dabei. Aber solange kein Italiener kommt, kein Kroate und kein Deutscher. Acerbi, ist es Acerbi? Ich glaube nicht. Ne, die 12, die 17 fehlt mir. Kai Walker, Beto, Joe Gomez und Brave Wave. Gönn doch mal. Oh, Deutschland Logo ist... Ne. Habe ich schon, aber Deutschland Logo ist auch nicht verkehrt. Nimmt man mit. Kein Italiener, kein Kroate. Weg damit. Ja, Leute, wir sind jetzt so nah dran. Wir sind so nah dran, als ob wir es jetzt hier nicht vollenden heute. Auch wieder alles doppelt. Oh. Oh. Ne. Szczęsny, Fabianski. Alle dabei, aber nicht die, die uns hier fehlen. N'Golo Kanté, Chiquilla, Vincent Kompany, Henderson, Niklas Süle. Ne, Niklas Süle habe ich schon. Ich glaube, es ist Halstenberg, die 9. Aber sicher bin ich mir halt nicht. Akola Patzdan, Wales, Finnland. Oh, es sind nicht... Jetzt ist doch wieder. Jetzt ist Zittern angesagt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 habe ich noch. 9 Päckchen. 9 Päckchen, kein Italiener, kein Kroate, Krankwist dabei. Schade. Schade. Oh, Kroatien, Sluga mit der 7. Bam, 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 4 Sticker fehlen noch. Der nächste Kroate, abhaken, 7. Jetzt fehlt, glaube ich, noch Mannschaftsfoto von Kroatien. Ja, Mannschaftsfoto ist der zweite Sticker, dann fehlt die 9 von Deutschland, die 17 von Italien und die 5. Und das, die 5 ist der Panini Seitfalls hier, der Glitzersticker. Oh, Bernardeschi hat die 22. Kroatien, Rakitic, kann es nicht sein. Schade. Schade. Gollini ist es auch nicht, das er hat die 7. Österreich, Niederlande, Luis Schaub, nix. Komm, Halstenberg, Mann, Kollege. Oder ist es Klostermann? Nee, Klostermann hat die 11. Schade. Kein Italiener, kein Kroate. Oh, oh nein, es ist... Oh, Timo Werner, Axel Witzel, Glitzersticker. 3 noch. Es ist natürlich möglich, 4 Sticker aus diesen 3 Päckchen zu bekommen, die noch fehlen. Aber es ist halt extremst schwer. Wir suchen jetzt quasi die Nadel im Heuhaufen. Komm, jetzt gönn doch mal. Ja, nicht Kroatien. Kroatien fehlt ja kein Spieler mehr, sondern es fehlt das Mannschaftsfoto. Ja, letztes Pack. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt nochmal Glück haben. Jonas Hector. Oh, Florenzi? Ne, Florenzi hat die 14. Ne. Deutschland, 12. Jonas Hector, nix. Ne. Leute, wir haben das komplette Display heute und gestern gerupft. Das sind die Sticker, die ich jetzt einkleben kann. Aber es fehlen leider immer noch 4. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich noch... Es macht eigentlich keinen Sinn, weiter Packs zu öffnen, Leute. Es macht eigentlich wirklich keinen Sinn. Normalerweise muss ich mir die 4 einfach bestellen und dann habe ich das Heft voll. Denk mal, so machen wir es, oder? Leute, soll ich mir die einfach bestellen? Es macht halt wirklich keinen Sinn mehr, die Sticker... Jetzt hier noch Unmengen an Stickertüten zu öffnen.
Weil wir haben gefühlt 99% dann doppelt. Es macht einfach keinen Sinn mehr, oder? So, dann fangen wir mal an, Leute. Hier, das ist der Panini-Seitfalls hier, der fehlt. Ich kann ihn euch kurz zeigen, weil ich habe ja hier mein blaues Heft, was auch schon zu 100% gefüllt ist in einer Serie Let's Collect. Das hatte ich ja auch mit euch gemeinsam vollständig eingeklebt. Hier ist er, der Panini-Seitfallzieher fehlt mir. Das ist natürlich absolut belastend, ne? Absolut belastend. Aber egal, irgendwann, ja, ich bestelle ihn mir dann einfach, wenn es hart auf hart kommt, Lul. So, Heinz Lindner, hier ist er. Und Österreich somit komplett. Jawohl. Das ist echt Baba, ne? Nur Sticker in der Hand zu halten, die noch fehlen. Boyata, Mats Selz waren hier heute beide dabei. Es war ein erfolgreiches Display, definitiv. Aber es hätte noch erfolgreicher sein können. Und das Heft hätte hier heute zu 100% vollständig sein können. Hätte. Fahrradkette. Es ist nicht vollständig. Mats Selz. Aber es ist zu 99% vollständig. So kann man es sagen. Zu 99,99999%. Sluga. Und Kalinic. Ich glaube, Kalinic hatte ich da auch, ne? Kalinic, zack. Ja, nur noch Mannschaftsfoto, wie ich es gesagt hatte. Mit der Sticker Nummer 2. Wenn nicht, klebe ich einfach das blaue Mannschaftsfoto ein, Kappi. Nein, Spaß. Mache ich natürlich nicht. Dann wäre es ja richtig sinnfrei. Es kommt der richtige Sticker da rein. Ich kann ja auch gar nicht den anderen reinkleben da. Weil in der blauen Serie ist es ja zweigeteilt. Lul. So, aber ansonsten Kroatien halt da vollständig. Pavlenka. Pavlenka, Leute, ne? Morgen heißt es Relegationsrückspiel. Steigen die Bremer in die zweite Bundesliga ab? Steigt FC Heidenheim in die erste Bundesliga auf? Ich würde es Bremen gönnen. Im Prinzip ist es mir eigentlich egal. Aber ich würde es halt Bremen gönnen, dass sie in der ersten Bundesliga bleiben. Weil ich finde auch irgendwie Kohfeldt als Trainer, das finde ich irgendwie ist ein cooler Trainer, sympathischer Trainer, meiner Meinung nach. Aber Meinungen sind unterschiedlich. Viele mögen Kohfeldt, viele mögen Kohfeldt nicht. Ich bin einer, der Kohfeldt positiv entgegenstimmt, sage ich mal. England, Jack Butland. Zack, Jack Butland, die Engländer auch vollständig. Bam. Und dann Spanien. Spanien, Raul Albi. Joll, Raul Albiol. So, reißen wir auf und zack, Raul Albiol Spanien vollständig, nicht Raul Albiol vollständig, Kapi. So, Finnland hatte ich gar keinen, war schon komplett. Frankreich, der King. Kingsley Coman. Die Bayern mit dem Doublegewinn gestern Abend. Es hätte ein spannendes Spiel sein können, aber gegen die Bayern muss man halt jede Chance nutzen. Wenn man gegen die Bayern 1, 2, 3 Chancen liegen lässt, dann kann man am Ende des Tages halt auch nicht gewinnen. Das hat man gestern ganz klar gesehen. Kevin Volland, ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Dann gibt es noch den Torwartfehler von Lukas Radetzky und dann zack, war es vorbei, das Spiel. Also ich hätte mir, ganz ehrlich, ich hätte mir ein schönes Elfmeterschießen gewünscht. Es ist leider kein Elfmeterschießen geworden. Und Marcel Halstenberg, ich habe es die ganze Zeit gesagt, Marcel Halstenberg ist der letzte Deutsche, der hier in der internationalen Serie fehlt. Mann. So, Italien. Da fehlt auch noch, ne? Italien, ja, Jorginho fehlt. Halstenberg, Jorginho, Panini, Seitfalls hier. Niederlande komplett. Polen komplett. Portugal kommt. William Carvalho, Mannschaftsfoto da. Und dann sind es ja nur noch ganz wenige. Fehlt noch einer danach? Ne, das war es ja doch schon, ne? Italien? Ja, das waren die vier, die noch fehlen, denn. Also Halstenberg, Jorginho, Kroatien, Mannschaftsfoto und der Panini Seitfallzieher. Das sind die letzten vier Sticker von unserem Heft hier. Mann. Mal gucken, ob ich die irgendwo bekommen kann. Kann man die bei eBay auch nachbestellen? Ich glaube, bei Panini kann man. Ich bin mir nicht sicher, ob man die internationalen Sticker bei Panini auch nachbestellen kann. Das weiß ich halt nicht. Wenn ja, hole ich mir die da easy, weil das hat beim ersten Mal mit der blauen Serie easy peasy geklappt. Leider kann man sich mit einer Box bei der internationalen Serie keine Sticker nachbestellen, so wie es bei der blauen Box ist. Da hatten wir ja die Sticker gratis nachbestellt, sage ich mal.
Da wart ihr ja auch dabei, hatte ich ein Video zu gemacht, wie man die Sticker nachbestellen kann. Ajeti. Zack. Dann noch ein Schwede, der Kulusewski, der war ja heute direkt im ersten Pack. Dejan Kulusewski. Und dann noch von der Ukraine. Türkei ist ja auch vollständig Ukraine. Heute auch durch Oleksandr Zinchenko. Bam. Und die letzte Nation, die wir vollständig machen, ist dann entweder Kroatien, Deutschland oder Italien. Aber wenn ich jetzt alle Sticker bestelle, also die vier, die mir noch fehlen, dann, ja, dann ist es ja egal. Dann sind alle drei Nationen die letzten Nationen, so gesagt. So gesehen, wer ist denn hier vorne noch? Pasalic. Und hinten ist auch keiner. Nee, die hätte ich eh nicht abgerissen. Die würde ich drin lassen. Und die lasse ich auch drin. Und das war's für die heutige Folge von Let's Collect Panini Euro 2020 internationale Serie, Leute. Ich bin jetzt hier raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und denkt dran, 19 Uhr geht's weiter mit der Packs Neuheit Euro 2020. Haut rein und tschüssi.